Hi, Senet hier, grüßt euch. Ich habe schon so oft vom Flipper- und Arcade-Museum in Seelingstadt erzählt, aber euch nie gezeigt, wie es hier eigentlich aussieht. Deswegen war ich heute am offenen Samstag in Seelingstadt und habe euch ein paar Bilder mitgebracht, wie es hier aussieht, wenn um 15 Uhr die Türen geöffnet werden und die Menschen hereinstürmen, um zu zocken.